Der momentan dritte Platz beleidigt der FC Zürich auf der aktuellen Tabelle der AXPA Super League hinter Luzern und Basel. Eigentlich genug Ansporn, um auch das nächste Spiel, das Derby gegen GC, als Sieger zu verlassen. Nur, wie schwer liegt der Basel-Match noch in den Knochen und in den Köpfen der Spieler? Wir haben mal nachgefragt. Ja, also, wir haben die Fehler angeschaut und es ist klar, solche Fehler dürfen wir nicht mehr machen. Ich denke aber auch, wir haben zum Teil gute Sachen gesehen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich den Match noch mal schaue, eine gewisse Aggressivität hat schon gefehlt. Und auch das haben wir angesprochen. Ich denke, wenn man die Serie anschaut, die man gegen Basel nicht mehr gewonnen hat, dann denke ich, auch wenn sich die Mannschaft bemüht hat, es muss ein anderes Verhalten auf dem Platz sein. Es muss eine andere Aggressivität da sein. Es muss eine positive Aggressivität da sein. All das, was wir nicht so gut gemacht haben, haben wir angesprochen. Die Mannschaft hat es fett weg bekommen. Also von dort her, ich denke, sie ist bereit für eine Reaktion am Sonntag im Derby. Von außen hat man sicher viel gehört, vom Trainer, also vom Trainerstab hat man sich auch etwas anhören. Ist ja klar nach der Niederlage, aber wir sind jetzt positiv eingestellt und schauen gleich vorne und probieren im Derby wieder Vollgas geben und zu gewinnen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dann wieder eingeschaut haben, aber über die Fehler hat uns was gefehlt gegen Basel und das muss besser werden. Fehler können immer passieren, aber wir haben die Aggressivität, zu wenig Aggressivität haben wir gespielt und das muss besser werden. Und wie gesagt, die Woche hat unser Präsident und der Trainer gesagt, was sie am Sonntag sehen wollen und jetzt sind die Spieler verantwortlich dafür. Am Sonntag um 4 Uhr findet also ein weiteres Derby auf dem letzten Grund statt. Und mit der richtigen Unterstützung der Fans kann es für den FC Zürich vielleicht sogar ein kleines Heimspiel geben. Binelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil.